Wie sicher sind die Banken in Dubai? Ob man nun ein Konto außerhalb der EU öffnet oder eben nicht, hängt wohl maßgeblich von der Frage ab, was bringt mir ein Konto in Dubai und wie sicher ist das Ganze? Darüber hinaus stellt sich natürlich die Frage, braucht man überhaupt ein Konto im Ausland? Und die Antwort ist immer die gleiche. Es ist immer gut, vorsichtig zu sein und einen Plan B zu haben, denn man weiß nie, wie sich das eigene Land entwickelt und ob die Regierung eher eine eigene Agenda hat und sich hier als Machthaber positionieren will oder ob sie sich entschieden hat, den Bürgern in diesem Land zu dienen. Was uns wohl alle Sorgen macht, ist die aktuell gefühlte Uneinigkeit, wie es in Deutschland eigentlich strategisch weitergehen soll. Und die gefühlte erstmalige, gewaltige Perspektivlosigkeit über eine gute Zukunft in Deutschland. Es wird also immer dynamischer, unsicherer, ein Wort, das wir Deutsche eigentlich gar nicht mögen, und Armut nimmt zu, der Wegzug von Leistungsträgern beschleunigt sich, Korruption, Insolvenzen und Arbeitslosigkeit nimmt Fahrt auf. Entsprechend wichtiger werden Konzepte wie Antifragilität, sich also ein Gefüge, ein Konzept aufzubauen, wo ich selber wieder Freiheit und Selbstbestimmung für mich erzeuge, wenn gefühlt das Ganze in meinem eigenen Land in eine falsche Richtung geht. Und das Ganze kann es auch nicht in diesem Bundkonzept der EU geben, sondern um Antifragilität, also wieder Freiheit zu erreichen, muss ich eben auch mich außerhalb der EU bewegen, um möglichst weit weg vom Einflussbereich dieses Systems mich zu positionieren. Die Idee ist dabei, den Futterkrug so weit wie möglich wegzuhängen, dass bei irgendwelchen schrägen Entwicklungen ich trotzdem noch freie Verfügbarkeit habe über meine Ressourcen und damit Handlungsmöglichkeiten habe, zu jeder Zeit mein Leben so zu gestalten, wie ich es mir wünsche. Gleich dem Motto, kümmere dich um das Schlimmste, das Beste kümmert sich um sich selbst. Kommen wir also zurück zum Bankkonto in Dubai, denn es ist ja schon fast eine philosophische Frage und die Frage, ob es Sinn macht, in Dubai ein Bankkonto zu eröffnen und welche Voraussetzungen ich dafür erfüllen muss und welche Limits dieses Konto im Prinzip für mich als Deutscher, vielleicht auch mit Wohnsitz in Deutschland hat. Neben dem Thema Sicherheit, auf das ich gleich detailliert eingehen werde, stellen sich natürlich auch Fragen wie, welche Kontoführungsgebühren muss ich zahlen? Oder gibt es irgendwelche Mindesteinlagen oder Mindestumsätze, die ich tätigen muss? Oder muss ich irgendwelche unnötigen Kreditkarten abonnieren, die viel kosten und mir irgendwelche Zugänge zu irgendwelchen Clubs oder Meilen bescheren, die ich aber bei logischer Betrachtung einfach überhaupt nicht brauche? Aber ich muss trotzdem dafür sportlich bezahlen. Daneben will man natürlich wissen, ob die Banken in Dubai Kontobewegungen und Kontostände ans deutsche Finanzamt melden. Und noch viel wichtiger ist es, ja, brauche ich jetzt einen der teuren Finanzagenten, den ich im Prinzip viel Geld geben muss, um Zugang zu dieser begehrten Ware eines Privatkontos in Dubai zu kommen, wo ich ja angeblich keine Daten gemeldet werden, ich Monsterzinsen erhalte und dieses Konto für so manchen Hack missbrauchen kann. Wenn du also neutral und sachlich wissen willst, ob ein Bankkonto in Dubai eine gute Sache ist, solltest du dieses Video definitiv bis zum Ende anschauen. Eines sei noch vermerkt, ich biete selbst nicht die Dienstleistung Eröffnung eines privaten Kontos in Dubai an, denn das Ganze ist so trivial, dass es jeder selber kann. Hier besteht meiner Meinung nach überhaupt keine Notwendigkeit, Menschen dafür viel Geld zu geben, um ein Konto in Dubai für dich zu eröffnen. Mein Name ist Dr. Florian Roske, ich bin Analyst, Investor und Macher und in meinen Videos nehme ich dich mit auf meiner persönlichen
finanziellen Freiheitsreise. Allein das SEG-Gesetz in Deutschland und die neuen Gesetzgebungen zur Bargeldobergrenze in der EU, zunehmende Kapitalverkehrskontrollen und dem erklärten Ziel der EU, den digitalen Euro einzuführen, natürlich erstmal nur als Beiwerk zum Bargeld, sollte jeden freiheitsliebenden Bürger motivieren, über ein Investment oder ein Konto außerhalb der EU nachzudenken. Denn wenn die eigenen Kreditkarten vielleicht in Deutschland nur noch reduziert funktionieren oder auch gesperrt sind wegen irgendwelchen Steuerprüfungen oder Rechtsstreitigkeiten oder einfach weil dich die lokale Bank mal wieder persönlich sprechen will, ist es immer gut, über eine Kreditkarte im Ausland zu verfügen, um sich weiter frei bewegen zu können. Denn am Ende des Tages soll eines der Hauptmotive sein, Vermögen aufzubauen, sich frei und nach den eigenen Vorstellungen bewegen und leben zu können. Und alles, was diesen Spielraum in irgendeiner Form einengt, sollte bekämpft und durch gute Konzepte gelöst werden. Denn am Ende des Tages ist Freiheit und nach den eigenen Vorstellungen zu leben unser höchstes Gut. Legen wir also mit den Fakten los und fangen von vorne an. Erstens, kann ich als Deutscher mit Residence ID, also mit einer Emirates ID und mit Wohnsitz in Dubai ein Konto in Dubai eröffnen? Das ist natürlich der Idealcase und hier ist die Antwort. Ja, wenn du ein Local bist, gibt es für dich auch nur die ganz normalen Anforderungen wie für jeden anderen Local. Das heißt, auch hier gibt es für dich dann in Dubai einen Know Your Customer Check. Einige Banken sind ja anspruchsvoller und andere weniger. Das ist im Prinzip wie in Deutschland, wenn du hier auf der Suche nach einem guten Bankkonto gehst. Sehr einfach geht es meiner Erfahrung nach bei VIO und der Mashreq Bank. Die Links zu diesen beiden Banken verlinke ich dir gerne unter diesem Video, natürlich ohne irgendwelche Affiliate-Kosten. Zweiter Fall, kann ich als Deutscher ohne Wohnsitz in Dubai und mit einer Emirates-ID ein Bankkonto eröffnen? Auch hier lautet die Antwort ja. Sobald du eine Residence-ID oder die Emirates-ID mit deutschem Ausweis hast, ist es kein Problem, ein Konto zu eröffnen. Ich konnte selbst innerhalb von 5 Minuten bei VIO online mein Bankkonto eröffnen. Dritter Case. Kann man als Deutscher in Dubai ohne Residence ID, also Emirates ID, ein Bankkonto eröffnen? Und auch hier gibt es ein Ja, aber es gibt höhere Anforderungen und Einschränkungen in der Regel bei dem Bankkonto. Traditionell fordern die meisten Banken in den Vereinigten Arabischen Emiraten für die Eröffnung eines herkömmlichen Bankkontos einen Nachweis des Wohnsitzes in den VAE, oft in Form einer Emirates ID. Aber es gibt auch Optionen für Nichtresidenten, um in Dubai und in anderen Teilen der Vereinigten Arabischen Emirate ein Bankkonto zu eröffnen. Obwohl diese Konten meist Einschränkungen aufweisen oder spezielle Anforderungen haben, wie höhere Mindestguthaben oder eingeschränkte Funktionalitäten im Vergleich zu Menschen mit einer Residence-ID. Manche Banken fordern auch zum Beispiel eine Mindesteinlage von 500.000 AED, also 125.000 Euro, oder haben oft nicht die Option, auch Management-Checks oder Checks ausstellen zu können. Und damit sind sie natürlich für den Immobilienerwerb etwas uninteressanter. Oder manchmal gibt es auch schräge Kontoführungsgebühren von mehreren 100 Dirham pro Monat. Oder du musst irgendwelche Kreditkarten abonnieren mit richtig hohen Gebühren, wo du dann irgendwelche Incentives bekommst, die im täglichen Leben sowieso eigentlich kaum jemand nutzt. Es wird also einfach teurer und uninteressanter. Achtung an dieser Stelle auch vor irgendwelchen Finanzberatern, die dann noch mehrere tausend Euro von dir für die Eröffnung eines Kontos haben möchten. Jedem dürfte doch klar sein, dass wenn du es nicht schaffst, ein Konto zu erhalten, dann musst du halt erstmal deine Hausaufgaben machen, denn dann geht es in den VAE in der Regel einfach und problemlos. Ich bin selbst sogar bei meiner Reise in die VAE Menschen begegnet, die haben mir angeboten, für die Kontoeröffnung 5.000 Euro haben zu wollen, aber hatten sogar teilweise selbst
selber kein Konto in den VAE. Also hier wieder mal Achtung vor freundlichen Interimshelpern. Dubai ist nicht kompliziert und Bankberater und Behörden sind in der Regel sehr nett, kooperativ und freundlich. Du musst dich halt nur selbst bemühen und dich selbst auf dem Weg machen zu deinem eigenen Bankkonto. Auch ist auffällig, dass Konten in der Regel mit Extrakosten belegt werden, weil man halt dann oft auch nicht der Idealkunde ist und die sind dann oft auch mit heftigen Wechselkursgebühren versehen. Die Kosten für Überweisungen nach Dubai und aus Dubai dann vielleicht zurück nach Deutschland sollte immer detailliert geprüft werden. Top geht das Ganze oft aus einer Kombination mit einem Multiwährungskonto wie Wise und Revolut. Abgesehen davon, dass wenn man nur ein Konto außerhalb der EU will, es sicherlich bessere Optionen als Dubai gibt, wenn man keine Emirates-ID hat. Die Eröffnung von anonymen Krypto-Accounts sind für Menschen, die sonst kein Bankkonto auf einfachem Weg erhalten, ganz oft die bessere Option. Viertens, was wird von Dubai nach Deutschland gemeldet? Und hier ist die Logik ganz einfach. Hier gibt es ein System zum internationalen Informationsausgleich zwischen Banken, dem sogenannten Common Reporting Standard oder auch CRS. Das ist ein internationales Verfahren zum Austausch von Finanzkonteninformationen mit dem Ziel, grenzüberschreitende Sachverhalte aufzudecken und Steuerhinterziehung zu bekämpfen. An diesen im Jahre 2017 gestarteten Austauschverfahren sind mittlerweile viele Staaten angeschlossen und auch Dubai ist daran beteiligt, denn die Antwort lautet hier die Einblendung von der Seite der Zentralbank: The UAE is committed to the Foreign Account Tax Compliance Act and the Common Reporting Standard Regimes as a form of und so weiter und so fort. Also hier steht klar auf der Seite der Zentralbank: Ja, UAE ist am CRS-System angebunden und tauscht sich fröhlich, was deine Konteninformationen betrifft, mit den Ländern oder mit den Finanzämtern in deinem Heimatland aus. In der Regel ist es eigentlich so, dass wenn du ein Konto eröffnest und gibst an, dein Wohnsitz ist Dubai, dann dürfte eigentlich deine Infos auch nicht nach Deutschland weitergeleitet werden. Gibst du an, dein Wohnsitz ist Deutschland, also wenn du eine Emirates-ID hast, aber keinen Wohnsitz, dann geht alles zum Bundeszentralamt für Finanzen. Verlassen würde ich mich aber nicht darauf, dass wenn du nur Wohnsitz in Dubai meldest, dass hier nichts quasi weitergeleitet wird, sondern ich würde einfach mal davon ausgehen, dass alle deine Kontenstände und Kontenbewegung, also eine Kontostände und Kontobewegung eines Deutschen auf einem Konto in Dubai fröhlich dem deutschen Finanzamt bekannt sind. Mein bestes Beispiel hierzu: ein Kumpel von mir hat ein Konto in Panama, was auch am CRS-System teilnimmt. Das deutsche Finanzamt hat ihn gefragt, ob er noch ein Konto im Ausland unterhält. Er hat gesagt, in Panama, und der Kollege vom Finanzamt wusste gleich auf Cent und auf Heller und Cent seinen Kontostand in Panama. Also wer hier irgendwelche Steuern und Einnahmen hinterziehen will und nutzt dazu mit deutschem Reisepass eine Bank in einem Land, das am CRS teilnimmt, dann ist nicht die Frage, ob das deutsche Finanzamt dir auf die Schliche kommt, sondern nur, wann du das erste Schreiben erhältst. Zudem muss man natürlich sagen, dass Dubai extrem digital fortschrittlich unterwegs ist und entsprechend ein extrem schlechtes Land darstellt, um in diese Form Steuern zu hinterziehen. Ich habe selbst dort auch ein Konto mit tollen Zinsen. Aktuell kassiere ich 5,2% und auch diese werde ich natürlich im Rahmen der Steuererklärung in Deutschland melden. Fünftens, aber es gibt andere Vorteile. Selbstverständlich ist es sinnvoll, den Futterkorb weiter wegzuhängen. Denn eine deutsche Kontosperrung, die es ja aus den verschiedensten Gründen mal geben kann, ist definitiv in Dubai so nicht einfach durchsetzbar. Da ja jedes Land auch souverän ist. Zudem kann das Finanzamt sicherlich auch nicht einfach durch Doppelklick jeden Tag so einfach Einblick auf dein Konto nehmen. Entsprechend hat man natürlich hier auch sowas wie einen kurzfristigen Sichtschutz. Auch wenn das Bankensystem vielleicht in Deutschland mal kollabiert oder deine Bankkarte gesperrt sein sollte, dann kann ein Zusatzkonto in Dubai definitiv Sinn machen und dir wieder Freiheit schenken. Denn du hast
ein gutes Backup in einem souveränen und starken Land. Sechstens, was natürlich top ist, ist ein Bankkonto, was du ganz einfach und direkt und selbst im Rahmen deiner Emirates-ID, im Rahmen deiner Immobilieninvestition erhältst. Denn damit hast du Zugang zu einer neuen Finanzwelt und Bankkonten wie VIO, die dir eine stabile Währung anbieten, die ja sogar unterbewertet ist und an den US-Dollar geknüpft sind und dir sogar noch eine gute Zinsrendite ermöglichen, das ist in der Regel eine feine Sache. Solltest du aber nur ein einfaches Bankkonto außerhalb der EU brauchen, dann gibt es sicherlich bessere Möglichkeiten, wie jetzt, ja, was fällt mir spontan ein, ein US-Konto oder ein Konto in Nordzypern, die eben nicht am CRS-System teilnehmen. Aber ich kann immer nur warnen vor Steuerhinterziehung als Deutscher. In Deutschland ist Steuerhinterziehung eben kein Kavaliersdelikt, sondern ist wirklich mit fiesen Strafen verbunden und ein Gefängnisaufenthalt ist es definitiv nie wert als Risiko für Steuerhinterziehung. Jedem, den die Steuern in Deutschland zu hoch ist, empfehle ich einfach weniger zu arbeiten oder einfach auszuwandern. Denn es ist aktuell objektiv in Deutschland zunehmend schwerer, Vermögen aufzubauen und auch gesellschaftlich aufzusteigen, wie in anderen Ländern, die halt noch ökonomisch wachsen und ein angenehmeres Steuersystem haben. Siebtens, gibt es eine Einlagensicherung? An diesem Punkt nein. Aktuell habe ich keine Ausführungen zum Thema Einlagensicherung gefunden. Weder bei den großen Banken noch irgendwie auf den Seiten der Regierung. Ich habe da stark für euch recherchiert. Während es in der EU natürlich 100.000 Euro Einlagensicherung gibt und in den USA in der Regel sogar 250.000 Euro Einlagensicherung, also eine Absicherung durch den Staat, gibt es in Dubai nix. Bei der letzten Wirtschaftskrise hat man mir gesagt, dass es eine Einlagensicherung in Dubai mal gab, die aber nach dem Sturm wieder aufgehoben wurde. Auf der Seite der Zentralbank habe ich dazu keine weiteren Informationen gefunden. Ja, jetzt stellt sich natürlich achtens die Frage, wie sicher sind Dubais Banken? Grundlegend gibt es eine Zentralbank, deren Aufgabe es ist, finanzielle und monetäre Stabilität zu fördern, Effizienz und Widerstandsfähigkeit im Finanzsystem sowie den Schutz der Verbraucher durch effektive Aufsicht, die das Wirtschaftswachstum zu Nutzen der VAE und ihrer Bevölkerung unterstützt. Ich übersetze das mal in einfachen Worten. Es gibt ja ein Zentralorgan, was die Banken reguliert und aufpasst, dass das Geld der Konsumenten safe ist. Auch in der Zielagenda von Dubai 2040 steht Folgendes dazu, dass Dubai seinen Finanzsektor weiter ausbauen will. Auch Fintechs wie VIO sollen vermehrt gefördert und unterstützt und aufgebaut werden. Auch gibt es das Gerücht, dass VAE zum neuen Finanzzentrum der neuen BRICS-Gemeinschaft werden soll. Was natürlich Sinn machen würde, die Schweiz in der Mitte von Europa, wie es einige kommunizieren, ist sicherlich dafür wenig geeignet. Des Weiteren ist der Dirham an den US-Dollar gekoppelt. Während die USA jahrelang Außenhandelsdefizite hatten, hat die VAE logischerweise ja aufgrund alleine ihres Ölexportes Außenhandelsüberschüsse kassiert. Entsprechend kann man annehmen, dass der Dirham unterbewertet ist und bei einer Entkopplung von Dollar locker eine Aufwertung von zum Beispiel 20% erfahren könnte, was natürlich eine zusätzliche spannende Perspektive bietet. Denn stille Reserven zu haben sind immer besser als stille Risiken. Da Dubai aktuell einen Boom erlebt, dürften die Säckchen der Banken auch prall gefüllt sein. Darüber hinaus gibt es auch von der Investorenseite ein kleineres Immobilienrisiko, da die Fremdkapitalquote in Dubai unter 20% liegt. Ja, in Deutschland liegt sie bei fast 85%. Zudem habe ich mich auch mit Bankeninsidern aus Dubai getroffen, zum Beispiel einem, der als Berater für den Bankensektor in Dubai seit vielen Jahren tätig ist. Und auch er gab mir pauschal die Auskunft, dass die Banken aktuell in den VAE gut dastehen und es hier wenig Grund zur Sorge gibt. Das lasse ich einfach mal so stehen und untermauert natürlich die Idee, dass ein heiler und wachsender Markt wenig Anlass gibt, Angst vor Insolvenzen zu haben. Banken funktionieren aber in Dubai wie eigenständige Unternehmen. Entsprechend gibt es auch immer ein unternehmerisches Risiko, auch wenn dann die Bank
von einer Zentralbank überwacht wird. Trotzdem fühle ich mich da persönlich sehr safe mit meinen Ersparnissen und 5,2% Zins auf dem Konto bei einer unterbewerteten Währung in einem Land, was vor Wachstum und Gesundheit aktuell nur so strotzt. Neuntens, wie sind die Finanzagenturen in Dubai? Oder ist es einfach besser, zu einer Bank zu gehen? Ich persönlich würde immer den direkten Weg zur Bank gehen, da ich gerne ungefiltert Informationen habe und mir nicht von irgendeinem Finanzberater erzählen lassen möchte, wie schwierig das jetzt ist, hier ein Bankkonto zu bekommen und dass ich dann eine hohe Einmalzahlungen leisten müsste oder irgendwelche gebührenstarken Konten akzeptieren müsste. Und hier kenne ich auch aus dem direkten Bekanntenkreis Scam-Beispiele, wo Leute 5.000 Euro bezahlt haben und nie ihr privates Konto gesehen haben. Aber gut, ich bin ja sowieso ein Do-it-yourself-Typ, deswegen ja auch immer, ich bin Analyst, Investor und Macher, denn so lerne ich am meisten. Ich habe 100% Transparenz, verstehe das System, zahle wenig und es ist sehr schwierig, dann auch betrogen zu werden. Ein Weg, Reichtum anzuhäufen, ist halt auch, anstatt hier die Kohle irgendeinem Berater nachzuwerfen, nur weil ich jetzt faul bin oder bequem bin oder zu bequem bin, meine Hausaufgaben zu machen, einfach mal fröhlich in eine Bank reinzumarschieren und mir Auskunft darüber zu holen, wie stehe ich hier eigentlich. Denn ein guter Weg, Vermögen aufzubauen, ist es eben, nichts auszugeben und vor allem nichts für eigentlich absolut Überflüssiges. Der Idealcase ist es also, in Dubai in eine Immobilie zu investieren. Dann bekommst du in der Regel auch easy ein Bankkonto, kannst dein Hochzinskonto in Dubai nutzen. Und wenn du dann halt, und solange du halt noch in Deutschland ansässig bist, ja, zahlst du halt einfach die Steuern auf deine Mieteinnahmen und auf deine Zinsen. Und in dem Moment, wo du halt Deutschland verlässt, musst du in Dubai aktuell ja keine Steuern zahlen auf Mieteinnahmen von Immobilien, die du privat hältst, und auch keine Kapitalsteuer auf Zinserträge, die du hast, und bist dann halt im Prinzip steuerfrei. Es geht ja auch im Prinzip erstmal darum, einen Plan B zu haben. Ja, ich hoffe, dieses Video konnte dazu beitragen, dir einen soliden und guten Überblick zu verschaffen über das Thema, wie sicher sind Dubais Banken. Und wir organisieren dieses Jahr wieder übrigens unsere Community-Investorentour nach Dubai und Nordzypern. Hier erfährst du alles über den Immobilienmarkt in Dubai und Nordzypern und wie man sich hier smart bewegt, ohne gleich abgekocht zu werden. Ich würde mich natürlich freuen, dich persönlich auf einer dieser beiden Reisen kennenzulernen. Den Link findest du natürlich unter dem Video und ich bin natürlich selbst als Reiseleiter dieser Tour persönlich anwesend und freue mich darauf, dort mit dir gemeinsam ein Bierchen zu schlürfen. In diesem Sinne, beste Grüße aus Nürnberg, dein Dr. Florian Roski.